Hallo, ich bin Silviane Müller von Nothing But Deals. Philomena sitzt da und die hat gesagt, sie will mich nicht zum Lachen bringen, aber die macht nur eine die macht nur eine Mimik, schon fange ich an zu lachen. Also es ist immer sehr lustig bei uns. Allerdings hatte ich jetzt gerade eben meine liebe Kollegin Jessica da, die hatte ich schon ein paar Mal zum Video da. Ich habe ja auch schon ein paar Mal so Modellagen gemacht. Die hat ziemlich extrem kaputte Naturnägel. Die hat sehr weit ausgefranste Smilelines. Also ihr werdet das ja gleich auch sehen, wie die Nägel aussehen. Weiß ich nicht, ich muss mal gucken. Vielleicht, ich habe so ein etwas älteres Video, wo ich ihr mit LTE-Gel oben ein Design drauf gemacht habe. Das könnte ich vielleicht unten noch in die Videobeschreibung packen, aber ich habe ihr jetzt auf diese kaputten Nägel, auf diese kaputten Naturnägel, und teilweise waren die wirklich so dünn, dass es aus einem Nagel sogar geblutet hat. Also so dünn sind die. Das war ich aber nicht, wollte ich jetzt mal eben sagen. Also das war nicht meine Schuld. Sie kam schon so. Ja, was wollte ich jetzt überhaupt sagen? Ach so, ja genau, ich habe ihr eine Modellage mit den Dual-Tips klassische Mandel gearbeitet und komplett mit Porzellanweiß und habe ihr dann noch ein bisschen goldenes Design mit eingearbeitet. Das ist ja jetzt im Moment so, was man bei Instagram ziemlich viel sieht. Ich hoffe, dass es euch gefällt und dann geht's los. So, das sind Jessicas Naturnägel. Also wer meine Videos gut kennt, der kennt wahrscheinlich auch diese Nägel. Ich glaube, ein oder zweimal habe ich ihr bereits Nägel gemacht, aber immer mit Schablone. Und dieses Mal haben wir halt gesagt, so, jetzt machen wir das mal mit der klassischen Mandel Dual Tip. So, und ich schiebe erstmal die Haut zurück. Sie hatte sich vorher schon ihre alte Modellage entfernt. Und ich bin jetzt noch mal ganz vorsichtig. Ich glaube, sie hat das einen Tag vorher gemacht, hat sich auch ein bisschen altes Material noch drauf gelassen. Das habe ich dann gleich noch runtergeholt. Aber nachdem ich geschoben habe, fräse ich mit der Diamantflamme die Fransen, die da noch am Nagelwall sich befinden, ganz vorsichtig weg. Es ist natürlich bei Jessie so, dass die auch echt schnell blutet. Also muss ich da super, super vorsichtig sein. Und nehme also wirklich nur so die Fransen weg. Und immer dran denken, linke Seite ist dann der Lauf nach. Nach links runter, und wenn ich rechts runter gehe, dann muss ich die Drehrichtung wechseln. So, jetzt bin ich umgestiegen auf den Hartmetallfräser Kegel mit der runden Spitze, und damit hole ich mir jetzt so die letzten Reste vom Naturnagel. Und wer übrigens aufgepasst hat, der sieht, dass ich also grundsätzlich immer neue Fallen und neue Buffer benutze. Und die, die mich kennen, die wissen das auch. Und es gibt halt ein paar Leute, die, weiß ich nicht, sich in irgendeiner Weise profilieren müssen. Und wenn man von Anfang an zuschaut, dann sieht man das eigentlich, dass ich grundsätzlich immer neue Materialien nehme, was ich auch absolut propagiere und was ich auch in den Schulungen immer propagiere. Das ist das A und O überhaupt. So, wenn ich mit Prep den Naturnagel dehydriert habe, dann trage ich erstmal den Rubber Base auf und ich kann den entweder mit der Flasche, mit dem Pinsel von der Flasche einmassieren, oder ich nehme den Enjoy 2. Das ist ja der kleinste Naturhaarpinsel, den wir im Shop haben. Und verteile erstmal, wenn ich was brauche, nehme ich mir vom anderen Finger noch was, verteile das erstmal schön. Achso, und ich habe auch das Peach genommen, weil das jetzt ein bisschen leicht deckend ist. Also ich habe jetzt kein Clear oder Rosé, sondern ich habe das wirklich mit dem Peach gemacht, weil ja der Naturnagel halt so ein bisschen angegriffen ist. Aber das liegt nicht daran, dass Jessie sich da die Naturnägel runterreißt. Das tut sie nämlich, die Kunstnägel, das tut sie nämlich nicht.
die hat einfach solche Naturnägel und schon immer gehabt. Und deswegen hat sie überhaupt angefangen, Nägel zu machen. Also dumme Sprüche brauche ich jetzt auch nicht. Und Jessie braucht das auch nicht. Die hat einfach solche Naturnägel. Die sind auch ganz, ganz weich und sehr, sehr instabil an den Seiten. So, wenn ich das aufgetragen habe, dann wird das 60 Sekunden gehärtet. Und dann nehme ich den passenden Tipp und ich habe den natürlich jetzt so einen Hauch größer genommen, weil ich ja die Seiten richtig zumachen will. Es nutzt mir nichts, wenn ich einen schönen schmalen Dual-Tipp nehme und ich habe dann hinterher oder nach 14 Tagen hat sie da direkt schon wieder Risse an den Seiten. Verteile das Material in dem Tipp. Und ach so, ich habe das jetzt mit Porzellan gearbeitet. Das ist ja das, was ich mir selber auch gemacht hatte. Und wenn ich das Material in dem Tipp habe und schön ordentlich sauber aufgetragen habe, also im Nachhinein hat sie mir dann gesagt, oh nein, mach mir die nicht so lang. Aber ich hatte sie ja jetzt alles schon gesetzt, also haben wir sie hinterher noch ein bisschen gekürzt. Ansetzen, festhalten. Dann die Lampe 5 bis 8 Sekunden oben an die Kante halten, damit das festhärtet oder damit das anhärtet. Dann drehe ich den Finger um und säubere ganz, ganz vorsichtig das Material vom Finger weg, sodass sie dann, wenn das rauswächst, hinterher nicht so eine fette Kante hat. Kann man auch machen, muss man aber hinterher fräsen, ist blöd. Deswegen möglichst viel sauber arbeiten, dann 30 Sekunden anhärten, dann Klemme ab, Tipp ab und die Pinchklemme dran. Und was wichtig ist, unten drunter auch die Schwitzschicht entfernen. Also nicht nur oben den Rand, sondern auch die Schwitzschicht unten. Ja, und dann habe ich natürlich erstmal alles auf eine Länge gebracht und habe den blauen Hartmetallfräser dafür genommen. Und dann gehe ich mit dem Hartmetallfräser oben an der Kante entlang. Das kann ich natürlich auch mit meinem Kegel wieder machen. Das ist jedem selbst überlassen. Meine Bürsten kommen übrigens nach jeder Behandlung, nach jeder Kundin in das Ultraschallbad. Und wenn meine Bürsten nicht kaputt sind, muss ich mir keine neuen kaufen. Also auch da brauche ich keine dummen Sprüche. Meine Sachen sind alle sauber desinfiziert. Es wird nichts ein zweites Mal benutzt. Auch die Fallen sind neu. Immer. Wenn ich eins widerlich finde, dann ist es, wenn man irgendetwas ein zweites Mal benutzt. Das ist einfach nur ekelhaft. So, dann dünne ich mir von unten mit dem Kegel den Nagel erstmal aus. Und jetzt bin ich irgendwie aus dem Bild gerutscht und ich bin die ganze Zeit, also ich konnte es auch nicht weiter nach links ziehen. Warum, was da passiert ist, weiß ich allerdings auch nicht. Jetzt bin ich wieder da. So, jetzt nehme ich nochmal Prep und mache oben den Rand sauber, weil ich jetzt nochmal das Rubber Base White auftrage, um da dann meinen Glitzer einzutragen. Also da mache ich jetzt einfach mal noch eine Schicht, weil ich habe da oben, ich habe gefräst, ich habe gefeilt, ich habe gebuffert. Und deswegen möchte ich oben am Rand nochmal eine gute Schicht Haftschicht haben, weil ich den Glitzer nicht direkt auf den Naturnagel machen möchte, sondern halt auf eine Schicht. Und da wir das ja sowieso in Weiß haben, das Ganze in Weiß gehalten haben, kann ich das auch wunderbar mit dem Rubber Base, mit dem White Rubber Base arbeiten. Und für normale Naturnägel würde ich über dem Glitzer
kein Viacrylgel mehr machen, so wie ich es jetzt bei Jessie gemacht habe, sondern ich würde mit dem White Rubber Base quasi den Abschluss arbeiten. Das habe ich aber nicht gemacht, weil das bei Jessie einfach nicht geht. Ich muss da gleich nochmal was für die Seiten tun. Also jetzt nehmen wir erstmal Fireball. Das ist eine von unseren ältesten Farben, die wir vom So Polish haben. Und das ist so ein schönes Gold. Das ist so ein Gold mit Silber, aber mehr goldlastig als silberlastig. Aber es ist halt beides drin. Da sind auch so ganz kleine Mini-Hexagons drin. Und in diese Glitzerschicht packe ich mir noch Goldflitter mit rein. Also alles, was ich dann so im Studio noch so finde. Und das Ganze wird dann 30 Sekunden gehärtet. Und jetzt kommt das Porzellan. Also, wie gesagt, bei jemandem, der intakte Seitenlinien hat, mit seinem Naturnagel oder an seinem Naturnagel, bei dem würde ich jetzt Rubber Base auftragen. Das geht aber bei Jessie nicht, weil ich die Seiten nochmal richtig gut verstärken muss. Also, wenn ihr jemanden habt, der also wirklich so richtig ausgefranste Seiten hat und mit langen Nägeln auch umgehen kann, das ist natürlich auch wichtig. Sonst würde ich das nicht so lang machen, wenn ich nicht genau wüsste, dass Jessie da super mit umgehen kann. Die ist ja nicht nur Nail-Designerin, die hat ja auch noch einen normalen Job. Also Nail-Designerin ist sie im Nebenjob oder zwei Jobs, so kann man das auch sagen. Und sie muss da schon ganz schön mitarbeiten und das kann sie wirklich super. Den Pinsel, den ich jetzt hier übrigens zum Arbeiten nehme, das ist immer noch der ausrangierte Evolution. Das ist jetzt im Moment mein Lieblings-Viacrylgel-Pinsel. So, wenn ich das bei allen Nägeln gemacht habe, die Schwitzschicht entfernen und dann geht es einmal ans Finish-Feilen. Also die Seiten nochmal nachfeilen, Form nochmal schön machen, die Oberfläche. Dann nehme ich meinen schmalen Hartmetallkegel und reinige mir nochmal schön meine Ränder. Und dann geht natürlich immer ein bisschen was von der Farbe wieder mit ab. Also ich bin da jetzt ganz, ganz, ganz super vorsichtig. Ihr könntet auch die Flamme dafür nehmen, es geht mir nur um den Rand. Wenn ich das jetzt auch gebuffert habe, das ist übrigens wirtschaftlich, wenn man den Buffer durchschneidet. Ich weiß, ich bin doof, ich muss da immer drauf reagieren, aber egal. Aber die Perla hat ja übrigens ihren Kommentar gelöscht, deswegen konnten wir da alle nichts mehr drunter schreiben. Jetzt nehme ich meinen langen 3D-Gelpinsel und trage mir das Fireball nochmal ganz, ganz nah am Rand auf. Ich habe übrigens an meinen eigenen Nägeln das Belaya von dem Color Culture genommen, also das gleiche, was ich da jetzt gemacht habe. Das hatte ich ja vorher schon gemacht und fand das aber jetzt mit dem Fireball richtig, richtig toll. So, das Ganze wird auch wieder 30 Sekunden in der LED gehärtet. Und dann kommt einfach nur noch der Top & Go drüber. Und der Top & Go, das ist ja unser Schnellversiegler ohne Schwitzschicht. Und der glänzt mega, 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 mega. Und der glänzt auch unheimlich lange. Der muss nur 2 Minuten in die LED. Und dann habt ihr einen super Hyperglanz.
Ich hoffe, dass euch die Modellage gefallen hat. Wenn ja, dann gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal und schreibt mir ganz viel unten in die Kommentare. Schreibt doch mal, was ihr gerne sehen möchtet. Und ich würde sonst mal sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!